Timo zum Oliver Zoffelgruber. Oliver, lieber Freund, kann ich euch antun? Tu uns was an. Was soll ich euch erzählen? Wer Timo kennt, kennt auch die Anlagensteuerung, in dem Fall mit dem Programm STP, das man auch hier sieht. Das ist ein Stellpultprogramm. Damit sind auch automatische Betriebsabläufe möglich und trotzdem, währenddem also mehrere Loks automatisch durch die Gegend kurven, kann ich immer noch manuell eingreifen und einen Zug eben manuell steuern. Das Programm bekommt es mit. Was vielleicht erwähnenswert ist, gegenüber anderen Systemen, wenn man hier eine Lok aus der wegnimmt und woanders draufsteht, kriegt es das Programm auch mit, aufgrund der Adresse, die das, der Lokdecoder aussendet. Bei anderen Systemen muss man das System stoppen, muss sagen, so, die Lok mit der Adresse steht jetzt auf dieser Position, dann starten und dann funktioniert das wieder. Wir kurze Zwischenfrage, welche Adresse? Hast du jetzt die Adresse oder von der Messehalle? Oder? Die nein, der die Adresse der Lok. Das ist logischerweise, weil er digital, eine Digitaladresse, wer digital fährt, weiß das. Das weiß man eben. Das weiß man eben, genau, da drückt man nicht drauf, das weiß man. Ja, und sobald du eine Lok von der Schiene wegnimmst, man sieht das auch hier, hier werden die einzelnen Lokadressen angezeigt, wo sich also die jeweilige Lok gerade befindet. Ja, wo sich also diese, die steht neben der Schiene und die geht nicht. Die da fort, ja, die sieht man da, das ist die 101er, die da. Ja. Und jetzt ist sie aus diesem Abschnitt verschwunden. Jetzt fährt sie in den Abschnitt ein, der ist belegt. Und sobald es da drüben ankommt, wird sie da oben wieder aufscheinen. Das ist da hinten. Jetzt ist diese Lok da in diesem Abschnitt. Ja? Das heißt, ich kann verfolgen, wo sich diese Lok befindet. Und wenn ich sie jetzt wegnehme, scheint es, verschwindet diese Adresse. Und wenn ich es woanders aufstehe, wird es automatisch erkannt. Das heißt, ich brauche dem Programm nicht mitteilen, wo sich die Lok befindet. Das Programm erkennt es von selber. Ja? Man sieht jetzt, fährt die Lok da ein. Und jetzt wird sie dann da in der Mitte, 101, jetzt ist sie da. 101 ist jetzt da, ja, gerade da. Ja, gerade hinter dem. Du hast jetzt die Verfolgung gesehen. So, das ist nichts Neues, das gibt es schon seit Jahren. Neu ist, dass das System jetzt mit dem neuen Simo-System, mit dem MX-10 und dem MX-32 als Fahrbord gesteuert wird, dass es jetzt endlich auch gibt. Das heißt, das Kunde, wenn du jetzt eines haben möchtest, kann ich dir sogar eines verkaufen. Hier, jetzt und gleich. Halt. Sofort, ist lagert. Also für alle, die uns schon länger verfolgen, der Herr Zoffe und die Firma Zimmer waren unsere ersten Interviewpartner da auf der Messe. Und zwar 2013. Und da ist dann gesagt worden, no. Ja, also unser Kameramann lebt noch, aber da ist dann gesagt worden, es ist ja im Bände verfügbar. Also 2014 war es dann schon verfügbar, da konnte man uns aber nichts dazu sagen, beziehungsweise wollte man uns kein Interview gewähren. Und jetzt kann man es direkt hier am Stand kaufen. Wir haben ein System, ein Komplettsystem, sogar mit Funk mittlerweile. Also die ersten waren ja noch am Kabel, mittlerweile gibt es diese Fahrpulte auch mit Funk, 2,4 GHz Technik. Wenn die Antennen irgendwann einmal zu klein werden würden, weil die Reichweite nicht ausreicht, kann man ganz normale WLAN-Antennen dort anstecken, plus 6, plus 9, plus 12 dBi-Antennen. Die sind dann zwar so lang, so 40, 45 cm, aber da kann man die Reichweite wirklich extrem erweitern. Ich benutze das jetzt bei mir im Garten, du kennst meinen Garten, rund 40 Meter durchs Haus durch, auf die andere Straßenseite zum Nachbarn werden 50 Meter sein und das funktioniert noch immer. Weiter weiß ich nicht. Problematisch ist es nur im Stahlbeton, das heißt daheim in der Wohnung funktioniert es, aber sobald ich zur Eingangstür komme und durch den Stahlrahmen durchgehe, durch den Türrahmen, ist aus. Ja. Ja. Bis dorthin habe ich vorhin Empfang und dann ist er vor mir weg. Also das kann er dann nicht mehr. Aber da habe ich schon drei Zimmer mit Türen, mit geschlossenen Türen durchquert. Normalerweise wird man das nicht machen. Ja. Gut, also das ist jetzt eine richtige Funksperre. Das ist auch unter WLAN so, sprich vor der Tür habe ich genau keinen Empfang. Dafür habe ich ihn dort, wo ich nicht habe, nämlich unten auf der Busstation
quer über die Straßen. Dort, wo ich ihn unbedingt brauche. Aber egal, das ist halt einfach so. Und dadurch, dass es auch auf 2,4 GHz arbeitet, kämpft es natürlich mit den gleichen Problemen. Andere Frequenzen gibt es auch. Also wenn wirklich jemand sagt, okay, ich habe überhaupt kein Problem oder überhaupt ein großes Problem in dieser Bandbreite, weil ich weiß ja nicht, wie viel WLANs habe und die beeinflussen meins, gibt es nur das 833 MHz System. Kann man haben, das ist eine andere Frequenz, mit dem dann diese Probleme nicht da sind. Aber man muss dazu sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die auch in der USA genehmigt sind. 2,4 GHz ist weltweit kein Thema. Ja? Ja. Das andere System, weiß ich, funktioniert in Österreich und in Deutschland. Ob es in der USA auch genehmigt ist, da muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Müsste man schauen. Ja, also das ist neu. Neu sind auch diverse Decoder, Großbanddecoder. Ja, ihr könnt es euch nur an Bildern anschauen. Da der 699 LS ist ganz neu. Der hat auch. Ist der Funk umgebunden. Mobil. Ja? Mobiler. So, daher. Also dieses Ding da, ja, das ist also für Gartenbahnen, wie wir es da drüben haben. Die sind also jetzt auch gepuffert. Die haben also einen Puffer-Elko drauf. Diese drei Dinger, die man da sieht, und die drei schaffen schon 1 bis 2 Sekunden Puffern, wenn bei so einer Lok, die also wirklich einiges an Strom braucht, das ist schon sehr ordentlich. Das ist neu. Neu sind auch diverse Kleinstdecoder. Wir haben also hier jetzt den 649, der ist ganz neu. Der ist für TTN, ja, also für die kleineren Spurweiten N. Ja. Da wird 648, 49, diese zwei Decoder, der ist neu. Und der 658 hat überhaupt eine ganz eine neue, extrem kleine Schnittstelle, die Next 18. Das sind Sound-Decoder. Das heißt, man kann also auch seine kleinen Spurweiten Krawall machen lassen. Neu ist jetzt auch dieses Testboard, wo man alle CMOS-Decoder entweder direkt auf entsprechende Pfostenstecker aufstecken kann oder die Plug-Schnittstelle oder die MTC-Schnittstelle oder die Next, das ist diese kleine Schnittstelle, Next 18, oder eben die Kabeln, also das alles drauf. Du kannst einen Decoder anhängen, du kannst ihn testen, du hast dann Lautsprecher, das sind die kleinsten Lautsprecher, das sind Handy-Lautsprecher. Ja. Der passt also auch in N. Das, was man da hinten sieht, ist nur die Schallkapsel. Ja. Also da gibt es also auch wesentlich kleineres. Und natürlich, ich kann also testen, ob er fährt, ob er einen Krawall macht, sämtliche Funktionen. Ich habe jede Funktion hier mit einer Leuchtdiode abgebildet und kann das also beim Konfigurieren des Decoders gleich ausprobieren, ob das funktioniert, so wie man das vorstellt. Super Sache. SUSE-Schnittstelle ist auch drauf, das ist eine eigene Schnittstelle, das nennt sich Seriell Universal Interface, was auch immer. Dieses Programmiergerät, live habe ich jetzt keins da, aber das Bild ist in etwa so groß wie diese Platine. Decoder-Update, das heißt Firmware-Update, Sound-Update, was auch immer, mache ich über dieses Gerät, über einen USB-Stick, den stecke ich an. Auf dieser Testplatine wird der Decoder aufgesteckt und jetzt habe ich die Möglichkeit, den Decoder zu bespielen, wie üblich über die Schiene. Das heißt über das Schienenkabel, da gibt es Stromversorgung und auch die Daten drüber. Das dauert aber relativ lang. Oder viel schneller über die SUSE-Schnittstelle. Darum habe ich das erwähnt. Das heißt, wenn ein Decoder eine SUSE-Schnittstelle hat, ja, speziell bei Großbanddecodern. Frage, wie viel schneller? Faktor X, 10, 15? Circa 50 mal schneller. Also der Unterschied ist, wenn ich ein Soundprojekt mit allem drum und dran, mit voller, wo ich die volle Bandbreite brauche, über die Schiene spiele, brauche ich 2 bis 5 Minuten. Ja? Ja. Über die SUSE-Schnittstelle brauche ich höchstens 30 Sekunden. Ja? Das ist um einiges schneller. Für den Normal-User wird das jetzt nicht so gravierend sein, weil der wird sich vielleicht einen Decoder bespülen und ob der jetzt 2 Minuten oder 30 Sekunden braucht, ist schon wurscht. Aber für eine Firma, die heute mehrere Decoder, gleiche Decoder mit dem gleichen Soundprojekt bespielt, weil jetzt der Kunde sagt, ich will 10 Decoder haben und ich muss 10 Decoder bespülen, ist das natürlich ein Unterschied, ob ich 50 Minuten brauche oder 3 Minuten. Ja, das stellt sich schon dafür.
Was mir da aufgefallen ist, was wir vergessen haben, der Preis für das Basisgerät mit Funke. Der Preis für das Basisgerät, ich muss in der Preisliste nachschauen. Also das Zimo-Basisgerät mit 500 Watt, ich muss zum Basisgerät, möchte ich noch ein bisschen was erwähnen. Ja? Damit nicht sich dann sehr am Hintern setzt und sagt, um Gottes Willen, es ist so teuer, kostet 1190 und das MX32 Funk kostet 485 Euro. Es gibt ein Starter-Set. Das Starter-Set Funk, was meines Erachtens noch interessanter ist, ja, kostet 1730 Euro. Ja, da habe ich alles dabei. Basisgerät, Vorbild, USB-Stick, das Netzteil, ja. Da ist alles dabei, damit ich anfange. Ja. Nein, nur damit wir das eben auch erwähnt haben, weil ich meine, das kann ich auch. Das Fahrpult haben wir ja schon vor 2 Jahren kurz gesehen, da brauche ich nicht viel erklären. Okay. Grafik und so ist vorhanden, vielleicht kannst du das noch einmal verwenden, kurz einblenden. Ja. Glaube ich nicht mehr. Weil so wie du bin ich immer schnell, mit den letzten 2 Jahren sind sie ja lang. Ich würde sagen, vielleicht schaust du dann, wenn ich gesprochen habe, noch einmal da auf das Vorbild, auf die Grafik. Ja. Jetzt möchte ich noch was zum Basisgerät erzählen. Dieses Basisgerät schaut sehr unscheinbar aus. Dieses Basisgerät schafft 20 Ampere bei 25 Volt ans Gleis. Also für Gartenbahner und Großbahner, speziell für S-Bahner, die mit Mehrfachtraktion fahren und Rauchgeneratoren haben und wo ein Lok 2 bis 4 Motoren hat und 1 bis 2 Rauchgeneratoren hat, und beim Anfahren unter Last, sage ich mal, 4-5 Ampere verbraucht, ist das natürlich interessant, wenn ich 20 Ampere ins Gleis bringe. Jetzt wird natürlich der geneigte Modellbahner sagen, 20 Ampere, wenn er ein bisschen was von Elektrik versteht, mit 20 Ampere 24 Volt kann ein anderer schweißen. Das passiert bei uns nicht. Das Basisgerät ist nicht umsonst so teuer. Wir haben eine ziemlich ausgeklügelte Kurzschlusserkennung. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte 20 Ampere maximal ans Gleis legen. Und wenn ich die 20 Ampere überschreite, dann soll das Gerät ausschalten, weil Überlast. Ich kann aber auch sagen, ich möchte, dass jetzt kurzzeitig 24 Ampere ans Gleis gelegt werden, weil jetzt ich gerade mit einer Lok anfahre und die hat Rauchgeneratoren und in dem Moment braucht die jetzt kurzzeitig 30 Sekunden oder 1 Minute mehr. Das ist eine Einschaltspitze, wie man so schön sagt. Diese Einschaltspitze in einen Spitzenverbrauch angeben, der eine bestimmte Zeit anhalten darf. Übersteigt er diese Zeit, sagt das Gerät aus, jetzt schalte ich aus. Diese 20 Ampere sind bitte Dauerstrom. Nicht so wie bei anderen, die angeben, unsere Geräte können 5 Ampere, ja Spitze. 20 Ampere am Gleis Dauerstrom. Also, Entschuldigung, das heißt also, die mit den 5 Ampere, die arbeiten normalerweise mit 2 bis 3,5 Ampere, ne? 3, richtig, ja. Die haben wir 5 Ampere insgesamt und der Trafo liefert auch die 5 Ampere, aber irgendwie muss ich ja die Zentrale versorgen, die braucht ja einen Strom, die Handgeräte brauchen auch einen Strom, das heißt, was ans Gleis kommt, sind dann eh schon mehr 3,5 Ampere, mehr ist ja nicht da. Und Dauerstrom, wo das Gerät sagt, okay, das verkraftet ja von der Wärme her, sind maximal 3,5 Ampere. Spitze sehr wohl 5, kein Thema. Unsere Zentrale schafft auch 20, ohne dass es so heiß wird, du verbrennst da keine Finger. Es wird handwarm. Was vielleicht auch interessant ist, auch wenn da die Grundlast jetzt bereits, nehmen wir an, bei 15 Ampere liegt, weil ein paar Züge fahren, kann ich sagen, na gut, aber du schaltest nicht erst bei 20 Ampere ab. Ne? Man war ja vertrottelt. 5 Ampere Kurzschlussstrom würde bei einer Innenanlage die Lok in Rauch aufgehen. Die Kurzschlusslogik ist so eingelegt, dass ich sagen kann, innerhalb von x Millisekunden, minimal 0,5, darf der Strom ansteigen auf 1 Ampere. Wenn er über den 1 Ampere hinausgeht, dann ist es ein Kurzschluss. Dann wird es nicht eine Lampe, die sich einschaltet, oder ein Kondensator, der sich auflädt, dann wird es ein Kurzschluss sein und dann schaltet er aus. Das heißt, mein Kurzschlussstrom hat 1,1 Ampere. Bei 15 Ampere Grundlast, wenn der Strom um diesen, genau um diesen 1,1 Ampere in einer bestimmten Zeit oder diese Zeit übersteigt und zu schnell ansteigt, dann detektiert die Zentrale einen kurzen und dreht an. Wenn er langsamer aussteigt, sagt es noch gut, okay, irgendein Verbraucher, der heute jetzt 1 Ampere mehr braucht, ist in Ordnung. Ja? Bis zu dem Maximalstrom dieser derzeit 20 Ampere. Es geht auch ein bisschen mehr, aber die Stecker, die hinten drauf sind, diese, das sind solche Stecker, die rauchen dann schon, oder? Die laut Spezifikation kann der Stecker 12 Ampere und 8 Ampere.
Also, der ist eh schon weit übertrieben. Ja. Ne? Insgesamt 20. Schaume 10 ist kein Thema. Du kannst den mal mit mehr betreiben, aber das ist nicht in der Spezifikation. Und dann könnte es sein, dass das natürlich heiß wird und der Stecker schmilzt. Also das sollte man mit Vorsicht genießen, ne? Ich sag, es gibt Dinge, du weißt, es gibt bei allen Dingen, die man über die Spezifikation betreiben kann, das kann gut gehen oder auch nicht. Das sind Spezifikationen, nach denen müssen wir uns richten und daher gibt es auch gewisse Grenzen, die man mit Tricks aushebeln kann. Aber wenn es dann schief geht, dann bist du selber schuld. Ja. Also Oliver, ich meine, jetzt raucht man schon langsam nicht von den Ampere, sondern von deinen Wortschwalben wie übrigens der Shell, für das das gerade vorgesehen ist, es gibt eh nichts zum Erzählen. War's ja eh nicht viel, nicht? Nein, gut, gibt es jetzt noch was, was du unbedingt an die Kürze hinzufügen möchtest? Ich wollte euch noch kurz die Grafik zeigen, wenn wir über das vorher gesprochen haben. Ja. So. Also, wir haben auch schon vor 2 Jahren das Fahrpult gesehen. Mittlerweile gibt es das als Funkversion. Kurz zum Display, das der Mitbewerb in dieser Form nicht hat. Wir haben hier einen sogenannten Railcom-Tacho, der auch die tatsächliche Geschwindigkeit der Lok anzeigt. Das heißt, wenn ich da jetzt die Geschwindigkeit erhöhe, ja, dann sieht man, wie sich die Treibräder der Lok bewegen und was die Tachonadel anzeigt. Und wenn ich da jetzt das aufhält, dann kann man auch sehen, wie die Tachonadel entsprechend runtergeht. Nochmal. Dann muss ich das Mikrofon aus der Hand bringen. Mit einer Hand ist es ein bisschen schwierig. Ja. Also da kann man sehen, die Rückmeldung vom Decoder, das ist eben dieser Railcom-Tacho. Wenn man das richtig, Voraussetzung ist, man muss das alles richtig konfigurieren, ist klar. Die Funktionen sind hier in Symbolen hinterlegt. Das heißt, ich sehe genau, dass ich jetzt das Licht eingeschalten habe, dass ich eben was weiß ich, den Sound einschalte. Dass ich eine Pfeife aufrufe. Ja? Also da gibt es verschiedene Symbole, die es mir erleichtern, im Gegensatz zu früher, indem man auf einen Zettel aufschreiben musste, welche Funktion hinter welcher Taste liegt. Das habe ich jetzt hier ein bisschen einfacher. Zusätzlich habe ich nicht nur den Namen, ich kann also die Lok benennen, es gibt auch eine DCC-Adresse und auch das Lokbild, hier ein bisschen größer dargestellt. Das heißt, aufgrund dessen kann ich mir relativ leicht tun und sofort identifizieren, um welche Lok es sich handelt. Ihr habt es gesehen, man kann also ein Lokbild darstellen, das heißt, ich weiß auch, ohne die DCC-Adresse zu kennen, aufgrund eines Namens, den ich eingehen kann und aufgrund eines Bildes, um welches Fahrzeug es sich handelt. Und ich habe, wie man gesehen hat, auch die Funktionstasten als Symbole hinterlegt. Das heißt, die muss man nicht merken, so wie das bei vielen anderen der Fall ist. Moment, Adresse 3, Moment, aha, Adresse 3, F0 ist Licht, F1 ist Innenlicht, F2 ist Rauch, F3 ist Glocke. Das kann ich da auf Symbolen legen und brauche also meinen Zettel nicht mehr. Der Zettel ist also quasi schon eingebaut. So ist es. Das kann einem gefallen oder auch nicht. Geschmackssache. Zimo kann das sehen. Zimo kann ziemlich vieles. War ja doch wieder sehr informativ, aber der immer sagt, es ist nicht so. Aber er hält sich ja immer am Laufenden, wie nicht. Also, Dankeschön fürs kurze Interview.